Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dein Verein SK Rapid Wien. Bei uns zu Gast im Sky Fußballstudio heute einer aus der Meistermannschaft 2005. Herzlich willkommen, Peter Linker. Danke. Freut mich sehr. Sie haben bei 5 verschiedenen Bundesliga-Clubs in Österreich gespielt. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Bei Schwarz-Weiß Bregenz, beim SC Wiener Neustadt, bei der Austria, bei Sturm Graz, zweimal sogar. Und natürlich auch bei Rapid Wien. Und den größten Erfolg haben Sie wohl mit den Grün-Weißen gefeiert. Ich habe schon angesprochen, Meistertitel 2005, natürlich dann auch Champions League gespielt, weil man sich qualifiziert hat. Eine legendäre Zeit, eine besondere Zeit für Sie? Das auf jeden Fall. Also ich bin extrem happy, dass ich die Zeit genießen konnte. Gerade bei Rapid war das meine erfolgreichste Zeit in meiner Fußballkarriere, in meiner aktiven Karriere, mal so ausgedrückt. Und wir haben eine wahnsinnig gute Mannschaft gehabt. Das hat Peter Schüttel mit dem Pepe Higgersberger zusammengestellt. Und wir haben gleich im ersten Jahr einen Riesenerfolg gehabt. In dem Sinne, dass wir den Meistertitel geholt haben und anschließend auch für die Champions League Phase uns zu qualifizieren, war das auch legendäre Tor von Pepi Valatovic. Ja, genau, also in Moskau. Ja. Und vor allem die Feier nachher im Flugzeug, die war auch unvergesslich. Ja, das ist klar. Aber das ist schon lange her und man muss sagen, von der Vergangenheit kann man sich nicht viel kaufen, aber ich bin der Meinung, das verbindet. Der Erfolg, den wir gehabt haben, war großartig, nicht nur für den Verein, sondern auch für die Leute, für die Fans, für uns selbst, für die Spieler. Wir waren so hungrig und wollten unbedingt den Erfolg haben und das haben wir auch geschafft. Wir haben natürlich auch ein paar Bilder von damals, von der Meisterfeier, unmittelbar nach dem letzten Spiel im Ernst-Happel-Stadion gegen die Austria und dann auch noch von der offiziellen Rapid-Meisterfeier auf dem Stephansplatz. Da war natürlich einiges los, auch für Sie unvergesslich, kann ich mir vorstellen. Das stimmt, das stimmt. Also ich bin eigentlich kein Fan von Riesenfeiern. Also ich genieße einfach die Momente, wo man auf dem Platz steht, wo man einfach nach dem Spiel, nach dem gewonnenen Spiel dann mit den Fans zusammen feiert. Aber mehr brauche ich auch nicht. Dann brauche ich meine Ruhe. Aber ich glaube, wir haben dort auch in der Kabine sehr, sehr lange gefeiert. Unsere Partnerinnen und unsere Frauen haben auf uns sehr, sehr lange warten müssen. Und in der Kabine ist einiges passiert. Aber ja. Darüber rede ich einfach nicht gerne. Ja, das ist gar nicht so wichtig. Wir können es uns ungefähr vorstellen. Andreas Iwanschitz war damals dabei, Steffen Hofmann, Ladi Meier im Tor, dann später Helge Peier und. Also richtig tolle Spieler, zum Teil auch Nationalspieler, Marek Kinzel und so weiter. Eine Tatsache, die heute fast nicht mehr möglich ist für Rapid, so viele Nationalspieler. Ich bin natürlich einer anderen Ansicht. Natürlich ist das möglich. Aber die Mannschaft hat sich einfach so entwickelt und auch in dieser Form, wir haben einfach zueinander sehr gut gepasst. Auch was den Charakter anbelangt und beziehungsweise auch die Spielweise, die jeder Spieler, beziehungsweise die Qualitäten, die jeder Spieler dann besitzt, waren so ausgeprägt, dass die Mannschaft auf dem Platz das gebracht hat, was man sich vorgestellt hat, was man sich gewünscht hat. Und ich glaube, die großartige Arbeit hat unser Trainer geleistet, der Pepe Higgersberger, der damals die Mannschaft auf diese Art und Weise geführt hat, die für mich extrem, extrem prägend war. Auch für meine Trainerkarriere jetzt, wenn ich daran denke, was er für Züge gemacht hat oder wie er taktisch aufgestellt hat oder wie er mit den Spielern gesprochen hat. Das war schon sehr, sehr lehrreich und ich glaube, der Pepe hat einfach das goldene Händchen bewiesen, indem dass er die Spieler so zusammengeführt hat, dass es gepasst hat. Wir haben natürlich auch Phasen gehabt in der Meisterschaft, wo wir dann, ich kann mich erinnern, gleich die erste Runde im Franz-Horst-Stadion, wo wir gegen Austria verloren haben und derartig schlecht gespielt haben. Aber die Phasen, die man in der Meisterschaft hat, die vielleicht nicht so gut laufen, die hat jede Mannschaft. Und jede erfolgreiche Saison verläuft auch mit den schwierigeren Phasen. Aber wichtig ist, wie du die Phasen meisterst. Und das haben wir immer geschafft. Und gerade Pepe Higgersberger oder auch der Peter Schüttel im Hintergrund, das hat einfach gepasst. Das war eine wunderbare Zeit, die unvergesslich bleibt. Sie sind nach wie vor in Wien, Sie haben es angesprochen. Sie sind Trainer und zwar bei der Vienna, momentan Tabellenführer in der Stadtliga. Und als Wiener, als Wahlwiener sozusagen, verfolgen Sie natürlich auch die derzeitige Mannschaft, die derzeitige Performance von Rapid. Wie sehen Sie die Entwicklung der jetzigen Mannschaft? Also die Rapid-Geschichte ist immer sehr, sehr komplex, finde ich. Und man hat in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch Zeiten gehabt, die man als sehr schwierig bezeichnen könnte.
Man hat gesehen, dass die Ära von Freddy Pickel nicht so ganz gut war, auch wenn ich keinen Einblick habe. Das muss ich schon ehrlich sagen. Und es steht mir nicht zu, auch die Arbeit der einen oder anderen Person zu beurteilen. Aber ich denke, dass von außen betrachtet hat man das Gefühl gehabt, es läuft nicht so rund. Wie sehen Sie jetzt die Arbeit von Zoran Barisic im Vergleich zu Freddy Pickel? Ich bin immer der Meinung, die Leute, die da das Zepter in der Hand haben, beziehungsweise die in der Führungspositionen sind, die brauchen einfach Zeit. Man hat sich für dieses Duo entschieden. Ich glaube, dass es dem Didi auch sehr gut tut, dass der Zoki Parasic im Hintergrund arbeitet. Die sind nicht nur gut befreundet, sondern verstehen sich auch gut. Also ich glaube, über die Fußballkompetenz brauchen wir nicht viel zu diskutieren. Aber am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass der Didi da ein bisschen so allein dort steht, obwohl er sehr gute Arbeit gemacht hat. Und jetzt im Sommer, mit Hilfe von Zoki Barasic, haben sie aus meiner Sicht sehr gute Transfers getätigt, die langsam auch schon wirken. Und ich glaube, dass das gesamte Konstrukt jetzt besser passt. Wichtig wird zu sehen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Aber diese Entwicklung, die ist schon spürbar, finde ich. Also ich war oft im Stadion und die Mannschaft gibt eine andere Figur ab als die Monate davor. Und das ist einfach positiv. Also ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, dass die Mannschaft auch diesen Geist, Rapid-Geist, langsam wieder zeigt, was sich viele Fans wünschen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und auch im spielerischen Bereich haben sich die Spieler entwickelt. Das System passt ganz gut. Der Didi lässt gerne 3-5-2 spielen mit zwei Spitzen. Aber auch, was man im letzten Spiel gegen Altach gesehen hat, diese Kia, der Hunger einfach, die Tore zu erzielen, ja, den Gegner unter Druck zu setzen, das ist da. Das ist, glaube ich, auch das DNA. Schauen wir uns an. Ja, gerne. Die drei Tore, die wollen wir natürlich sehen vom Auswärtsspiel in Altach. Nach 4 Jahren ohne Sieg in Altach klappt es endlich wieder für Rapid mit einem vollen Erfolg, weil die Altacher defensive Probleme haben und die Wiener diese ausnutzen können. Foul an Arase, der zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an ran darf. Andersson mit dem Foulspiel an der Strafraumgrenze. Entscheidung ist richtig von Schiedsrichter Hameter und Stefan Schwab. Er entscheidet sich auch für die richtige Ecke und bringt Rapid in der 11. Minute in Führung. Dann wieder Schwab mit einem langen Ball. Matthias Mark, der den Ball nicht wegschießt, unter Druck gerät. Knas Müllner. Murk ist in der Mitte völlig frei und macht das 2:0 in der 12. Minute. Ein klassischer Doppelschlag von Rapid. Und wieder Marc, der sich typieren lässt von Murk. Und Kelvin Arase krönt seine starke Leistung mit seinem Tor in der 34. Minute. 3:0 für Rapid. Was für eine erste Hälfte. In der zweiten Hälfte wird Altach dann ein bisschen besser. Kommt auch zu Chancen, aber Strebinger ist zur Stelle, macht ein gutes Spiel und sorgt für Verzweiflung bei Fischer und Co. Auch dieser Schuss von Sidney Sam geht nicht rein. Strebinger ist zur Stelle. Nach 3 Ligaspielen ohne Sieg gibt es für Rapid endlich wieder einen vollen Erfolg. Und das ausgerechnet beim Angstgegner in Altach. Ja, da hat er vollkommen recht, Philipp Attaniner. 4 Jahre lang hat Rapid dort nicht gewinnen können. 2015, das letzte Mal, war auch schon Zeit, wieder mal in Altach einen Sieg einzufahren. Ja, im Ländle gewinnt man nicht so leicht. Sie haben selbst dort gespielt. Ja, ich habe selbst dort einiges erlebt. Und ja, ich meine auch als Gastmannschaft, die im Ländle einfach, es ist nicht einfach dort zu spielen, gerade Altach. Aber wie wir gesehen haben, hat Rapid einfach die Fehler in der Defensive von Altach eiskalt ausgenutzt oder ausnutzen können. Und das ist auch ein Merkmal bzw. eine Stärke. Und zweite Halbzeit hat man das Gefühl gehabt, okay, die Altacher sind besser drauf. Die hätten vielleicht das eine oder andere Tor schießen können. Das musste Didi auch der Mannschaft, glaube ich, vorwerfen. Das tut er auch. Aber grundsätzlich, wenn man einfach 3:0 gewinnt in Altach, ist man zufrieden. Man fährt nach Hause und hat man ein schönes Wochenende. Ja. Heute Abend ist auch Rapid-Thema bei der Sendung Talk und Tore ab 20.15 Uhr bei uns. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, die beiden Kandidaten für den Posten des neuen Präsidenten sind bei uns zu Gast, Roland Schmidt und Martin Bruckner. Wie wichtig ist die Position des Präsidenten aus deiner Sicht, aus Ihrer Sicht in einem Fußballverein? Gerade bei Rapid ist die Position, glaube ich, nicht unwichtig. Ich würde mal das so ausdrücken.
Natürlich ist es zu bedenken, welche Verhältnisse dann gestellt werden zwischen Präsidenten und zwischen die Führungspersonen im sportlichen, im operativen Bereich. Aber ich glaube, dass ich muss auch gestehen, ich hab mich sehr wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich hoffe, dass die beiden Kandidaten einfach nur das eine im Kopf haben und das, also die Intention ist auf jeden Fall, den Verein weiterzubringen. Ich bin kein Fan davon, wenn man zu populistische Aussagen tätigt. Das ist, glaube ich, nicht angebracht. Man sollte in Ruhe behutsam arbeiten und die Leute, die wirklich das Zepter in der Hand haben oder die Führung haben, arbeiten lassen, so wie es momentan der Fall ist. Und es gefällt mir halt, wie es ist. Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen allen Personen dort noch besser wird, auch nach außen hin, auch die Arbeit mit den Fans. Es kommt einiges auf den neuen Präsidenten zu. Ich glaube, das wage ich auch schon zu behaupten. Das ist klar. Aber das ist jedem bewusst und ich glaube, dass die beiden Kandidaten interessant sind und ich bin auch gespannt, wer das Rennen gewinnt. Ist Peter Linke einmal ein Kandidat für den Cheftrainer bei Rapid? Oh, das Thema stellt sich momentan gar nicht. Also. Aber Sie sind derzeit Cheftrainer bei der Vienna und da sind Sie sehr erfolgreich. Die Mannschaft ist aufgestiegen in die Stadtliga, auf dem Weg zurück in den Profifußball, könnte man sagen, und ist schon wieder Erster. Das Ziel kann nur Regionalliga Ost heißen, oder? Wir haben sehr hohe Ziele, aber uns ist auch bewusst, dass das momentan sehr gut läuft. Aber wie ich schon gesagt habe am Anfang, wir haben auch schwierige Phasen gehabt, auch im Laufe der Herbstsaison. Die haben wir auch gemeinsam mit meinem Trainerteam, mit Markus Katzer, auch mit anderen Personen gut gemeistert, finde ich. Wichtig ist, dass die Mannschaft kapiert, worum es hier geht. Und wir haben aufgrund unseres starken Partners Unica sehr gute Möglichkeiten. Damit meine ich nicht nur finanzielle Stütze, sondern auch infrastrukturell. Ja. Und wir wollen auch den Nachwuchs weiterbringen, auch das Damenfußball, Frauenfußball oder Frauenfußball ist bei uns sehr, sehr hoch gesehen. Mhm. Und daher haben wir einiges vor, aber wir wollen das Ganze Step by Step aufbauen. Es gab schon so viele. Dafür wünschen wir alles Gute. Okay, Sie haben mich unterbrochen. Kein passt. Problem, die Sendezeit geht langsam zu Ende. Peter Linke, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Liebe Zuschauer, danke. Das war dein Verein, SK Rapid Wien. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.